Wir haben uns heute hier versammelt, um dem Tod eines sehr besonderen Tages nachzutrauern, dem 20. April 2022. Er war nicht wie jeder andere Mittwoch. Er war der Mittwoch, der uns davor bewahrt hat, dass Articulus Absurdum eine zweistellige Episodenzahl erreicht. Doch er hat uns verlassen und seine Pflicht nicht erfüllt. Und jetzt ist Donnerstag und die Albernheit ist vorbei. Lasst uns Artikel kaputt hauen. Wenn ihr genauso cool sein wollt wie ich und eine PlayStation 5 für ein 18 Monate späteres Unboxing kaufen möchtet, hat dieser Artikel vielleicht alle Antworten für euch. PS5 kaufen, Händler ändern Strategie mit realistischer Chance. Was für eine Revolution haben sie denn parat? Naja, wir reisen ein bisschen in die Vergangenheit und nutzen das System der Vorbestellungen. Sony liefert Konsolen zu festen Terminen und die Handelsketten lassen euch dann schon im Voraus diese Lieferungen vorbestellen. Die Überschrift lügt nicht, aber wird hier wirklich das Rad neu erfunden, wenn ein Händler euch ermöglicht, einen Kauf im Voraus zu tätigen, um ein Produkt zu reservieren? Wenn es um die PS5 geht und es sich für einen Headline eignet, dann schon. Es ist wieder Zeit für unser Lieblingsspiel Elden Ring. Na und natürlich Animal Crossing. Elden Ring ist so beliebt, dass sich sogar Melinda aus Animal Crossing daran versucht. Das zeigt zumindest ein beeindruckendes Fanvideo. Das Lustige ist, es geht hier nicht mal um eine Mod oder so. Da könnte ich es ja zumindest noch ein wenig verstehen, warum man das als News berichtet, weil es ja das eigene Spiel verbessern könnte. Aber hier geht es nur um eine Animation. Und versteht mich nicht falsch, solche Animationen brauchen enorm viel Arbeit und ich bin sehr happy, dass die Animation Aufmerksamkeit bekommt. Darum habe ich sie euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Aber was wird hier wohl die Intention gewesen sein? War es, wow, das Video war so gut gemacht und süß, was möchten wir promoten? Oder war es eher, wow, wir können endlich wieder Elden Ring in eine unserer Überschriften packen, weil die Artikel mehr Klicks bekommen damit. Die Ressourcen, die in so einen Artikel fließen, könnten fürs Verbessern der wichtigeren Artikel genutzt werden, um das Schiff langfristig nicht sinken zu lassen. Just saying. Wolltet ihr schon immer mal Mario auf der Xbox in Form von Super Tan Mariona 3D Infinity Wild Adventures spielen? Nein? Ihr wartet lieber auf den Switch-Port? Ehrlich gesagt, dafür, dass es ein billiges Bootleg-Spiel ist, habe ich mir sogar noch was Schlimmeres vorgestellt. Ob das jetzt für oder gegen das Spiel spricht, ist eure Entscheidung. Es ist ein Endlos-Runner, also die Levels sind auf automatisches Nach-Rechts-Düsen ausgelegt und werden dabei ungefähr so kreativ wie die Oberfläche eines Weißbrots. Was nicht unbedingt eine Beleidigung sein muss. Ich meine, wenn ihr wirklich nur eine Xbox habt und unbedingt Mario spielen wollt, dann warum habt ihr überhaupt eine Xbox? Kauft euch eine Switch und wartet auf den Port des Spiels. Also ich weiß ja, dass die PS5 bombastisch sein soll, aber so bombastisch? War nicht lustig? Okay, ich versuch's später nochmal. Wie wir alle wissen, behandeln Zocker ihre Hardware immer mit größter Sorgfalt. Ein Beispiel davon haben wir heute ja schon gesehen. Aber sollte die niedrige Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann doch seine PlayStation verkümmern lässt, doch eintreffen, kann das fatale Folgen haben. Das Problem ist, ich weiß nicht so ganz, wo jetzt die Information herkommt. Der Artikel ist sehr gut darin, das Thema auf andere eigene Artikel zu lenken, wie beispielsweise Pokémon-Karten. Ich meine, sie versuchen es wirklich hart. Aber ich finde einfach nicht den Punkt, wo es wirklich darum geht, dass die PS5 spezifisch der Grund für die Evakuierung war. Ich meine, ihr könnt alternativ auch was über Pokémon-Karten lesen. Also muss man sich selber auf die Suche nach der Quelle machen. Das spricht für guten Journalismus. Und alle Quellen, die aus erster Hand darüber berichten, reden nur von einer PlayStation. Es geht nie um ein spezifisches Modell, geschweige denn die PS5. Aber wenn man keine Quelle angibt, kommt man vielleicht einfach leichter damit davon, wenn man Details dazu erfindet, um mehr Klicks zu bekommen. Was weiß ich schon, ich bin ja kein Gaming-Journalist. Hier übrigens eine freundliche Erinnerung daran, dass GameRant und ScreenRant Webseiten sind, die ihren Freelancern für originale 850-Wort-Artikel 18 Dollar anbieten. Also, ja. Kennt ihr das auch? Ihr spielt ein Videospiel und euer Protagonist sperrt sich so heftig im Klo ein, dass die Entwickler ein Update rausbringen müssen? Nein? Dann lest ihr wohl nicht genügend GamePro. Eigentlich ist es nur ein Update wie jedes andere, mit der einzigen Besonderheit, dass einer der gefixten Bugs dafür gesorgt hat, dass man im Bad feststecken kann. Ich meine, man könnte jetzt über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens reden, aber warum sag ich euch das? Ich bin der Vogel, der jede Woche sich so einen Stuss durchlesen muss. Eines muss ich ihnen aber lassen. Diesmal haben sie wenigstens die rauskopierten Patchnotes einfach auf die gleiche Artikelseite wie den Rest gepackt. In der Vergangenheit haben sie für sowas gerne mal eine zweite Seite verwendet, die man dann nur gemeinsam mit dem restlichen Inhalt anzeigen lassen konnte, wenn man ein Bezahlabonnement abgeschlossen hat. Hier haben sie das ein bisschen großzügiger gelöst, weil sie so ein großes Herz für ihre Leser haben. Also zumindest die mit Ingame-Verdauungsproblemen. Die deutsche Sprache hat so viele Fragewörter und keines davon beschreibt meine Emotionen gegenüber diesem Artikel gut genug. Hier ist definitiv nichts sicher für die Arbeit, also falls das eine eurer Sorgen ist, kann ich bestätigen, sie ist absolut zu Recht da. Wir sollen den Autor nicht fragen, wie er darauf gestoßen ist, denn es war Twitter und dadurch wissen wir jetzt, welche Sorte Journalismus angewandt wurde. Ich hab's auf Twitter gesehen und für einen Artikel aufgebläht. Ich meine, es macht Sinn. Jeder Gamer mag Doom und jeder Gamer mag Schwupsi Schnupsi in dein Karupsi. Also vereint dieser Artikel die beiden wichtigsten Eigenschaften von Videospielern. Und was soll ich sagen, ich hab ja auch drauf geklickt. Erinnert ihr euch noch an die guten alten Zeiten, als grundlos Pokémon-Legenden-Arceus in die Headline einer 3-für-2-Aktion gepackt wurde, obwohl die Aktion nicht spezifisch mit Legenden-Arceus oder Pokémon zu tun hatte? Was denkt ihr, was hier passiert? Ein kleines Ratespiel. Okay, jetzt mal kurz Real Talk. Ihr bekommt hier gar nichts gratis. Also,
Also, der Artikel will, dass ihr Bock auf Skywalker-Saga habt und nur spezifisch auf dieses eine Spiel, sonst stände es nicht alleine in Headline und Foto. Das bedeutet, es wird direkt darauf abgezielt, dass ihr an nur einem einzigen Spiel eigentlich Interesse habt. Jetzt habt ihr eigentlich zwei Möglichkeiten. A, ihr skippt diesen Artikel und kauft nur dieses eine Spiel, an dem ihr auch wirklich Interesse habt, oder B, ihr klickt drauf, kauft euch zwei andere Spiele dazu, die ihr vollständig bezahlen müsst und an denen ihr eigentlich weniger Interesse habt und die ihr vielleicht sonst gar nicht gekauft hättet, um dann das, was ihr eigentlich haben wolltet, gratis zu kriegen. Aber ihr habt doppelt so viel Geld dafür ausgegeben, es gratis zu kriegen. Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn dahinter, random ein Hype-Spiel in die Headline zu schreiben, außer, dass ihr schön deren 24.000 Draftlinks anklickt, damit sie Geld verdienen? In dem Sinne, ich freue mich auf die nächste 3-für-2-Aktion. Vielleicht kriegt ihr irgendwann ja sogar Elden Ring in so eine Schlagzeile. Ich wäre stolz auf euch. Könnte es ein The Last of Us Remake für 2022 geben? Könnte es einen Hinweis darauf geben, dass es existieren könnte? Wir dürfen niemals den doppelten Konjunktiv für die Überschriften vergessen. Okay, für so eine Vermutung in der Schlagzeile muss doch irgendwo ein spezifischer Hinweis auf genau dieses Franchise sein. Es wird doch nicht so sein, dass einfach einer der Animationskünstler des Entwicklerstudios, welches The Last of Us in der Vergangenheit gemacht hat, seit längerem an einem beliebigen First-Party-Spiel mitarbeitet und überhaupt kein Wort über The Last of Us verloren wird und das nur hinzuerfunden wurde, um den Artikel interessanter klingen zu lassen. Oder? Immer wenn ich in diesem Format so lange Sätze baue, müsst ihr ganz weit weglaufen. Ich raff auch nicht, was das soll. Es wird einfach nur mit Hoffnungen gespielt, die einen Absatz später sowieso dementiert werden. Es könnte genauso gut das God of War Franchise sein. Das nennt ihr sogar zuerst im Artikel. Ich meine natürlich, The Last of Us 3 kommt. Warum ich daran glaube. Apropos Spiel mit Hoffnung. Könnte Portal 3 kommen? Wahrscheinlich nicht, aber wenigstens will der Co-Autor es wahr machen. Er plädierte sozusagen in einem Podcast für einen Nachfolger, einen dritten Teil der Portal-Serie. Das ist ein interessantes Statement, definitiv, aber denkt ihr nur, deswegen kommt jetzt Portal 3? Ich bezweifle es. Ich meine, verteidigt es wie ihr wollt, ich will euch nicht davon abhalten, aber denkt ihr nicht, der Artikel zielt so ein bisschen auf die Hoffnungen von Fans ab, statt auf wirklich gehaltvolle Spekulationen? Artikel, die Hoffnungen ausnutzen? Wo gibt's sowas bitte? Ein neuer Leak, ein neuer Tag, ein neuer Artikel von GameStar, diesmal mit dreifacher Power! Und die Kommentare wurden sehr aktiv. Menschen waren unglücklich. Ich frag mich, warum. Ich meine, eines muss man dem Artikel lassen. Er hat sich mit den Informationen mehr als marginal befasst und ein bisschen was rausgesucht. Aber komm schon, haben wir uns nicht mittlerweile verabschiedet von diesem Leak-Marketing-Geschwafel? Hier sind die tatsächlichen Stats, zumindest laut einem YouTuber, welche die sogenannten Chiplists zusammenfassen. Das ist kein Tippfehler. GameStar hat einfach nur exklusive Einblicke in komplett neue Technologien. Ich meine, darum natürlich auch dieser Leak. Sie wissen einfach schon alles. Sie arbeiten nicht schlampig oder so. Die sind einfach nur viel besser als wir. Die Leaker selber reden zwar nur von einem vielleicht, aber bitte, das ist GameStar, denen müsst ihr glauben. Die haben schließlich 1 Million Abonnenten auf YouTube. Hab ich 1 Million Abonnenten auf YouTube? Nein, also f***t mich und lest GameStar. Sega hat grünes Licht für AAA-Reboots von drei beliebten Franchises gegeben im Zuge ihrer Supergame-Initiative. Das klingt extrem interessant und gut. Es wäre doch schade, wenn es sich nur um Leaks handeln würde, die gar nicht bestätigt sind. Werft einen Würfel und wenn ihr eine 4, eine 5, eine 6, eine 1, eine 2 oder eine 3 würfelt, ist das einfach nur eine Behauptung, die in der Headline nicht als definitiver Fakt stehen sollte und da trotzdem drin steht, weil... Was zum Bums ist heute los mit Bait in Bezug auf beliebte Spieleserien? Es fehlt eigentlich nur noch ein Mario Kart 9 Artikel. Aber vielleicht kriegen wir den ja bis nächste Woche. Ich zähle auf dich, du Gaming-News-Branche. Haben wir es alle unbeschadet überstanden? Hoffentlich. Das soll es für diese Woche auf jeden Fall gewesen sein. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Falls ihr eigene Artikel findet, die sich anbieten würden für das Format, sendet sie gerne an diesen Community-Post. Der ist in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt. Aber bitte schickt es nur an diesen Post, sonst werde ich traurig. Haut rein, lasst gerne ein Däumchen nach oben mit deinem Abonnement da. Und wie immer, lasst nichts anbrennen. Tschüss.